Menüsurpreis wird Ihnen präsentiert von Spar. Force. Und Kenwood. Herzlich willkommen bei Menüsurpreis. Heute mit dem Kinderliedermacher Lienard Perdil. Kommt aus meiner Heimat und ich hoffe, dass er tolle Sachen mitbringt von dort oben. Der Kinderliederkomponist will seiner Kreativität auch heute beim Posten freien Lauf lassen. Mit einem Budget von 30, 50 oder 70 Franken. 30 Stutz. In Indien könntest du mit dem eine Woche lang eine Familie ernähren. Bei uns gibt es gerade ein knappes, homöopathisches Fleisch. Probieren wir mal. Her dort. Als Bündner bringt er sicher Speck, Bündnerfleisch oder vielleicht das als Sitz mit. Sieben kugelrunde Sachen. Grüezi. Grüezi wohl. Was ist denn das? Das ist Bullenleber. Leber? Hast du schon mal gehabt? Ja, das sind fein. Sicher? Ja. Fühl mich jetzt noch weiter. Ah, vielleicht bringt er auch noch Bärlauch mit. Das wächst eh wie Skifahrer dort oben. Aber mit dem kannst du eine ganze Armee ernähren. Aber es lohnt sich. Ja, oder sonst machen wir einen Käseschnitten mit Bündner Bergkäse. Das ist immer gut. Was ich nicht weiss, weiss meine Geiss. Ja, meine Geiss weiss, was ich nicht weiss. Geisskäse mit Kräutern. Kostet 3,30 €, es liegt drinnen. Heieiei, was machen wir jetzt? Also Zitronen, ich gehe Zitronen wägen. Da gibt es sicher noch eine kleinere. He? 29,95 €. So, ich bin jetzt bereit, jetzt fehlt nur noch er. Schon wieder da. Ciao, Lienard, komm noch rauf. Ciao, Lienard. Hoi, warte. Bin das so ab? Ciao, geht's gut? Ja, bin gespannt, was du da aus meinem Zeug da machst. Ja, bin auch gespannt, was du machst. Gehen wir vorne. Ab, jetzt komm mit dir die Gitarre, kannst du es da. Den Tisch tun, wenn du willst. Okay. Jetzt soll ich wieder drauf. Kommst du mit mir führen? Kommst du hierher? Da ist gut. Dann schauen wir mal auspacken und schauen, was es gibt. Ja, jetzt mal schauen. Ja. Jetzt dann mal. Das sind 30 Stutz. Oh, das ist 30 Stutz, das ist auch Pech. 30 Stutz, das sind Bleus. Das ist auch gut. Datteln. Wie heißt das? Datteln gekauft. Hast du Datteln so gerne? Ich denke, für ein Dessert kannst du immer auch Blut mit Datteln auftischen. Ah, ja, das kannst du auch. Ja, ist gut. Eine Aubergine, ganz gut. Das hier. Das ist Hühnerleber. Ein Hühnerleber, das ist aber cool. Ja, das ist Hühnerleber. Es hat auch nicht so wahnsinnig viel gelangt, aber ja, sie haben auch nicht mehr gehabt, ehrlich gesagt. Ja, gut, 325 Gramm mehr. Ja, das. Aber es langt, oder? Wieso hast du denn die Leber gekauft? Wegen dem Preis, oder? Ja, ich habe natürlich zuerst Gemüse gekauft und dann habe ich geschaut, für wie viel Fleisch es noch langt. Das ist auch gut. Oh, da, Herdöpfel. Bio-Herdöpfel. Da hätte ich natürlich lieber ein halbes Kilo, weil das langt jetzt für 14 Gaufen, also. Gell? Da könntest du jetzt eine Grossfamilie damit nehmen. Ja, gut, ja. Aber das ist schon gut. Aber jetzt habe ich halt. Dafür habe ich, also wirklich 4,30 €, was habe ich in die Herdöpfel investiert? Die müssen richtig gut sein. Ja, die müssen gut sein, die sind so. Da haben wir noch. Ein bisschen Rosso. Ja, ich denke, wenn jetzt mal einen Salat müsste. Ganz gut. Ein Gräbfrü. Zuram. Das wäre eben eventuell für ein Dessert, wenn nicht noch etwas Dessert-mäßiges ist. Und dann habe ich eben. Also ja, ich habe aber Lieblings. Ja. Geisterkäse und Salat, oder? Habe ich wahnsinnig gerne. Ja, das habe ich schon gedacht. Das tun wir da mal her. Und das könnte man so
Das geht natürlich auch dort dazu, oder könnte man auch dazu nehmen. Oder als Dessert. Also das ist ein Joker. Da. Ja, ja, klar. Das ist ein Joker. Ja, das ist doch gut. Das kommt. Jetzt bin ich gut, also das, gespannt. Ja, das ist, ein bisschen, das ist schon ein bisschen schwierig jetzt. Das nehme ich sicher zum Fleisch, he? Die Playoffs, das ist gut. He? Wir könnten da ein Gratin machen, ein ganz gutes, mit dem Rosmarin zusammen. Das und das schaffst du in einer halben Stunde, Gratin? Ja, wir können noch Gas geben. Und da mit den Dingen bin ich noch nicht ganz sicher, aber die nehmen wir vielleicht wirklich mit den Datteln. Aber wir schauen jetzt, ich finde den. Meistens kommt man gar nicht etwas in den. Übrigens, willst du etwas trinken? Ich hätte da etwas. Oh, da habe ich bei mir vorhin, habe ich schon vor. Da. Ich habe schon einen geöffnet, in einen Bella Vista geöffnet. Franzischer Garten, Bella Vista passt sicher gut zu der Aussicht, die du hast daheim. Ja, das ist. Das ist übrigens das Haus von meinem Grossvater, wo mein Vater aufgewachsen ist, hat Bella Vista geheißen. Und das ist das Panis. Das Panis, weißt du, in dieser Sonnenterrasse. Das ist ja extrem das hat Bella Vista geheißen. Das ist ja, das haben wir das nicht schlecht bereicht. Ja. Ja. So. Dann. Ja, die Prätigauer sind ja früher einmal auch romanisch gewesen. Das ist eigentlich Bella Vista, das ist ja romanisch, oder? Ja, das ist romanisch, das ist schon klar. Aber ich natürlich leider auch kein romanisch. Im 15. Kennen. Jahrhundert ist dort schon keiner mehr, der romanisch war. Ja, bei uns auch nicht mehr. Romanisch, hast du denn romanisch? Ja, ja. Ah, du kannst romanisch ist meine Mama Lingua. Ja, eben ich kann leider nicht. Ich singe und rede mit meinen Kindern, also noch recht romanisch. Ach, das ist aber cool. Ja, ja. Also wenn du auch schon auswählst, würde mir ein bisschen helfen. Ja, ja, okay. Weißt du, wie du mit bis mir hier die Kugel. Ja, das ist jetzt schon. Gerade haben wir geben also jetzt, das. Gib dir die zum Schälen, wenn es geht. Jawohl, du willst Aubergine schälen. Ja, ich will, wenn man sie als Gratte macht, sonst gehen sie nicht durch. Oder? Das, ja. Ist, denke, das ist, wenn du willst, ich will nur die Hälfte schälen. Wenn ja, glaube, ist gut. Ich muss da gerade mal. Ich fange den Gratte so von da. Und zwar tue ich jetzt ein bisschen Butter rein. Dann habe ich Butter in die Pfanne rein und einschalte da hinten. Dann Zwiebeln rein, Bier ein bisschen, ganz wenig Knoblauch, nicht viel. Ja, du hast doch dort da den Herdöpfelschäler. Willst du den nicht? Nein, da musst du eine Geschichte erzählen. Zu dem Herdöpfelschäler? Ja, ich hatte eine Tournee in Sibirien, vor ein paar Jahren. In Sibirien? Ja, und dann habe ich einen Bündner. Das ist auch gut. Sibirien. Wo über Bündner Zuckerbäcker, die auf Sibirien ausgewandert. Sie sind bis auf Vladivostok. Ja. Bündner, oder? Die Bündner sind ja. Man hat kein Mensch gewusst, warum dass die Zuckerbäcker geworden sind. Aber die sind wie Kurden. Weißt du, heutzutage, ja. Die Kebabs haben die Kaffeehäuser gemacht. Die sind ja die meisten auch in Piemonte, aber das sind fast alles Bündner. Palermo, du, Kaffee kein Fleisch, oder? Ja. Berühmt, beste Kaffee am Ort und so. Und dann hat der Brunner mir gesagt: Los, wenn du auf Sibirien gehst, musst du Erdöpfelschäler mitnehmen. Dann schiesst der Vogel ab. Finde und zwar, das cool. Ja, nein, das ist eben ein Schweizer Patent, die kennen das nicht. Ja, und dann ist ja, und dann habe ich etwa 25 Erdöpfelschäler, Patent-Erdöpfelschäler mitgenommen. Du glaubst nicht, ich habe ein paar Glück verbreitet dort. Wenn ich eine Frau gesehen habe, irgendwo in einem Eingang, weißt du, gibt's bei jedem Haus gibt's so eine Frau, die quasi verantwortlich ist für das Haus und so. Der Olga hatte ich einen Herdöpfelschäler. Ich hatte nie eine Frau, die mich so angehimmelt hat wie die Olga. Ich sage dir, das ist. Das ist aber alle 25 Schäler alle los geworden. Ja, wie bist du denn darauf gekommen, Kinderlieder zu schreiben? Ja, gell, am Anfang habe ich nur politische Lieder gesungen. Ja, du kannst auch hier nicht mehr richtig besser als. Das ist weißt, besser, wir sind ja. Da nicht so. Ja, nicht so genau. Das sind nicht so die Zürcher Messer, das sind die Bündner Messer. Wow. Und dann im Fall. Und dann im Fall habe ich gemerkt, also wenn ich weißt, über die Politiker da, wo sonst, die sind schon in der Tagesschau, sind schon weg in der Zeit, die sind ja immer überall, sind die Politiker. Wenn ich jetzt über die auch noch anfange, Lieder machen. Und dann nachher habe ich gedacht, ich höre auf, ich singe nur noch Liebeslieder. Wenn die Leute verliebt wären, dann wären sie Revolutionärsten drauf. Weißt du, mit Verliebten kannst du nicht alles anfangen. Die lassen sich nicht alles gefallen, oder? Ja, das ist schon klar, logisch. Ja. Und dann, aber wenn du zu viele Liebeslieder singst, kommen nachher automatisch Kinderlieder dazu. Also, jetzt tun wir den Gratte, tun ich zuerst jetzt ein bisschen vorkochen, sonst kriegen wir noch nicht fertig. Da haben wir eingestellt. Sonst wird er nicht. Jetzt, wir noch ein bisschen. Jetzt habe ich Rahm drin, ein bisschen Hühnerbouillon und ein bisschen Creme fraiche. Jetzt lassen wir das ein bisschen köcheln. Ich tue das nachher noch gerade in meinen. Ich tue das gerade in eine Gratteform rein. Da.
Das nehme ich raus, wenn wir jetzt den Ziegenkäse. Jetzt machen wir den Ziegenkäse vorbereiten. Da. Und zwar haben wir den Ziegenkäse. Das ist aber ein cooler Ziegenkäse. Ich habe das wahnsinnig gerne. Ja. Ziegenkäse überbacken. Weißt du, ich habe einen Freund. Der Monti. Ja. Der Monti, der war mit mir in Berlin mit 300 Geissen. Kannst du dir das vorstellen? 300 Geissen. Wir haben den 1. August gefeiert. Wir, das Graubünden war das Gastland. Ja. Wir sind mit 300 Geissen und dem Bündner Geissenverein sind wir natürlich durch Berlin. Verkehr gestoppt, alle 300 Geissen. Und der Monti, der ist der Geissenbauer schlechthin. Oder? Und jetzt hat er mir letzthin, das glaubst du mir nicht, Geissenmilch gebracht von einer Geiss, die mit einem Steinbock gekreuzt geboren ist. Also das ist quasi, die Mama war ein Geiss und der Papa war ein Steinbock. Aber das muss also, das ist... Kannst du dir das vorstellen? Hey, die Geissenmilch, das ist etwas, das hast du noch nie gehabt. Aber sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. So gut. Also das musst du mal holen. Wenn ich zu dir komme, in deine Weinluft, bringe ich dir Geissenmilch. Und dann wirst du sehen, wir werden der beste Weinstall und nur noch Geissenmilch. Das ist aber super. Was wir jetzt noch machen, ist, jetzt müssen wir dann auch noch Salatsäure machen. Das reicht jetzt, das tue ich auch rum. Das ist gut, alles klar. Das tue ich gerade, kannst du in das Ding hier rein tun. Gut. Das kannst du hier, und das hier. Jetzt tun wir hier noch ein Kräutchen hacken für unsere Salatsauce. Wir machen dann einen Salat. Ja. Und hier habe ich gesehen, da habe ich die zwei. Soll ich das einfach schneiden? Einfach, ich tue Basilikumblätter zupfen. Das sind Gewäsche. Ja. Die kannst du zupfen und dann tue sie nur ganz fein schneiden. Ich würde sie nicht hacken. Weil, wenn man sie hackt, tut man sie eigentlich wie verdrücken. Ja, ja, ja. Okay. Das Geissenkäse tun wir dann oben auf unseren Salat drauf, oder? Gut. Ich denke, das hast du sicher gerne. Jetzt soll ich einfach so ein bisschen schneiden, so, hä? Ja, da kann ich auch so ein bisschen schneiden. Das ist ein, ja. Das ist weg? Okay. Nein, ist ein bisschen, ja, ist zu ein grob. Dünner. Nein, das ist schon gut. Eigentlich finde ich es noch gut. Ich finde es so grob eigentlich noch schön, weil es ist ja auch so, dass man muss nicht alles so. Weißt, heute wird alles so klein gemacht und alle tun alles so verkleinern. Ja, ja. Ich finde es gerne nicht so lustig. Weißt, eine meiner Spezialitäten ist Gnocchi. Kennst du Gnocchi? Das ist eine engadine Spezialität mit rohen Herdöpfeln. Es ist wie Gnocchi, aber es ist mit rohen Herdöpfeln. Ja. Und dann tust du Eier drin und Mehl drin, bis der Teig von der Kelle reißt. Und dann tust du es so mit zwei Löffeln in den Bouillon rein. Ja. Und dann Knoblauch schmelzt sich dazu. Du machst fünf Knoblauch. Ja, das ist aber gut, das ist doch super. Aber du weißt ja, das können wir im Bündnerland oben essen, hier in Zürich. Da gehen die nach 4 Tagen nicht mehr in den Ausgang, wenn sie das hatten. Da sind sie ganz heikel dort durch. Also wir nicht so. Aber... Wegen Knoblauch. Nein, aber wenn er wirklich geschweißt ist, ist es lange nicht mehr so schön. Nein, schon klar. Nein, ist viel. Und jetzt gibt es einen Jungen, jetzt ist der auch super. Der ist super. Jetzt mache ich, jetzt eine Salatwäsche, die tun wir drunter, oder? Und den Feldsalat, also den Nüssensalat, wie wir sagen, tun wir jetzt ein bisschen. Weißt, ich nehme den Nüssli passt jetzt im Moment extrem, weil wir haben schon Ranz jetzt auf jetzt der Wies. Sind Nüsse, auf der Wies haben wir wilde Nüssli. Das ist doch cool. Und den Bärlauch haben wir nicht auch schon? Bärlauch haben wir schon. Bärlauch kommt schon durch. Schon durch, ha? Da stinkst du aber 2 Tage lang. Das ist der Knoblauch nichts dagegen. Boah! Also jetzt muss ich hier noch für den Salat. Und das ist beeindruckend, wie du das machst mit dieser Zwiebel. Ja, aber eigentlich, das ist natürlich, wenn du ein gutes Messer hast, eben mit dem Messer, bist du natürlich viel schneller, oder? Ja. Yeah. Aber das ist eine Übungssache, wie du Gitarre ja, spielst. Ja, logisch. Ah, ja, apropos Gitarre, soll der auch singen? Ja, super. Also, spiel, das wäre noch cool, ja, wenn du das könntest singen. Das wäre cool. Ich würde da ein bisschen weiter arbeiten und ein bisschen sagen, das wäre aber cool. Hey, Sibi, Äpfelschuss. Piff, paff, puff und du bist aus. Auf der Stirne gibt's kein Kuss. Ziel la Schüsse für die Bus. Hey, was ist los? Die Spannung ist gross. Wie bläh ist die Luft? Der Tell, der schnuft. Es wird mir zu viel. Schon fliegt der Pfeil. Drauf ein Hit. Ich glaube es nicht. Oh, sie pissen Äpfelschuss. Pipapo von du bist aus. Auf die Stirne gibt's kein Kuss. Ziele Schüsse für die Bus. Super, super, richtig gut. Auf das aber, weißt du, also jetzt ist mir gerade etwas in den Sinn gekommen. Ich tue mir einen Äpfel auf den Kopf und du könntest eigentlich mit der Armbrust. Ja, hast du eine Armbrust? Ja, habe ich alles ja, das da. Das passt ja grausam. Das ist ja fast wie vorbereitet. Ja.
Weißt, normalerweise schiessen wir mit dem Gewehr auf die Zielscheibe dort hinten, oder? Ah, ja, okay. Aber ich mir denkt, das passt viel besser. Ja. Jetzt, ich lege mir die Brille an. Das ist gut, aber im Lied heisst es, auf die Stirn gibt es keinen Kuss. Ja, ist schon klar, gibt es keinen. Du musst den Äpfel treffen. Wenn du Stirn triffst, gibt es nichts zu essen. Aber wenn du Stirn triffst, mal dann schon. Jetzt gebe ich dir da den... Gib dir da die Armbrust. Cool, das ist cool. Und ich tue mir den Äpfel da drauf. Und dann kannst du. Tja. Gut, also. Und jetzt. Was? Ich hab dich getroffen! So gut. Ja, der Wilhelm, ja, muss ein Bündner gewesen sein. Das ist, das, ist, das ist sicher mal so. Ja. So, jetzt muss ich meine Brille abziehen. Jetzt kommt die Gratensache hier. Jetzt kommt die Gratensache. Ja, mit Kochen geht es schneller durch. Ja, und jetzt fülle ich es hier ein. Jetzt fülle ich den Gratte hier in die Grattenform hinein. So. Jetzt muss ich aber noch Käse haben. Da habe ich noch eine Raffel. Und dann, in dem Moment, wenn du noch einen Alpkäse mitgenommen hättest, oder wäre das auch gut gewesen, aber jetzt nehmen wir einen ganz guten Gruyère. Wir könnten für jeden Westschweiz auch mal ein bisschen etwas machen. Und mit das Geisskäse, das ist einfach zu wenig Pfupfen. Ja, mit Geisskäse ist zu wenig Pfupfen. Das ist es schon. Gell? Und jetzt, wie viel Hitze hast du jetzt? Ich habe noch auf 180, oder? Ja. Und nehme ich etwa, hat etwa 10 Minuten, denke ich etwa. Wenn du jetzt roh rein tust, wie lange musst du denn rechnen? Ja, musst du so 40 Minuten rechnen, das lange nicht denn. Weißt du, es geht ein bisschen länger im Ofen. Da drin kommt jetzt noch ein bisschen Pfeffer. Und zwar ist das ein Pfeffer, wo... Also da drinnen ist die Zwiebel mit ein bisschen Knoblauch für die Salatsauce mit dem Olivenöl. Dann nehmen wir noch einen guten Pfeffer, muss ich noch haben. Da finde ich aber, weißt du, da sollte der Pfeffer möglichst fein sein, dass nicht drauf beißt, nicht zwischen den Zehen hängen. Das ist ein schwarzer Malabar-Pfeffer. Das ist ein ganz kräftiger Pfeffer, den es gibt, oder? Jetzt könntest du vielleicht auch noch das Menü, wenn du willst, auf die Tafel schreiben. Also, gut, das mache ich sehr gerne. Das da hinten ist die Tafel. Dann, das Ding haben wir das Feldsalätli. Feldsalat? Ja, wir sagen, wir tun das gar nicht drunter. Wir machen einen Frühlingssalat. Frühlingssalat, das ist gut. Soll ich noch ein Bärlauch drauf tun? Oh, ja, hast du noch. Ja, sicher. Also nur zum, ja, zum Frau verrückt machen. Nur zum Frau verrückt. Also, ist gut. Also es wäre die Eröffnung, wäre ein Salat. Ja, ist gut. Also gut, machen wir einen Frühlingssalat. Dann tun wir noch ein Bärlauch drauf. Jetzt tue ich aber unterdessen so mal die Geisskäse rein. Die haben 5 Minuten. Oh, was machst du jetzt mit den Geisskäse? Die tue ich jetzt in den Ofen schieben. So. Zum heiß machen. Dann tun wir den oben auf den Salat drauf. Oder? Muss ich den aber ein bisschen aufstellen, weil... Das ist mir knapp. Jetzt habe ich auf 190 aufgestellt. Also ich tue jetzt zuerst tue ich jetzt da, dann in die Butter. In Butter ist es so, dass ich selber eigentlich, das sind jetzt etwa vielleicht 25 Gramm. Ich bin einer, der gerne ein bisschen mehr Butter nimmt, oder? Ja. Ich sage lieber am Abend auf ein Küppli oder auf ein Glas Whisky verzichten. Oder überhaupt auf nichts verzichten. Ein bisschen mehr Sport machen und dann haben wir es wieder draussen. Ja. Da machen wir jetzt noch, das ist eben auch noch sehr erfrischend. Da machen wir jetzt viele davon, auch für den Salat. Wenn man viele macht, dann tut man zwischen diesen Hütchen durchschneiden. Man kann eigentlich so reinschneiden und kann nur so rausdrehen, oder? Oh, pass auf, dass es nicht braun kommt. Ja, das ist nicht gut. Das ist schon gut, danke. Dann tue ich den zuerst langsam rein. Ah, und dann nachher tue ich die Zwiebeln ein bisschen rein. Und nachher tue ich... Gibt es da einen Grund, warum jetzt du quasi... Frücht zu Leber. Ja, das ist etwas Klassisches eigentlich. Die Süßigkeit, die sind auch leicht süßlich, die Leber nicht mehr. Bei der Gänseleber, die wird noch viel süßer. Dort macht man dann auch das Brioche dazu und macht süße Sachen. Genau. Aber die Normalleber ist auch so. Jetzt müssen wir aber die Leber noch draufschreiben. Dann machen wir Flügelleber, wenn das lieber. Flügelleber mit Bleos. Mit Bleos und Feigen. Die Zwiebeln habe ich auch reingetan. So. Hey, das ist aber cool. Jetzt musst du es noch probieren, es muss auch noch schmecken. Ja, so. Ja, es ist also beeindruckend, ehrlich, Beat. Also, mir gefällt das bei dir. Das ist doch gut. Jetzt gibt es nachher dann auch noch einen Rotwein zum Essen. Dann müssen wir die Leber noch anbröteln, das geht etwa 30 Sekunden. Nachher tun wir den Gratin noch drauf, den Salat anmachen, anrichten. Unterdessen könnt ihr am Wettbewerb teilnehmen, wo ihr super Preise könnt gewinnen könnt. Wir sehen uns bald wieder nach der Werbung. Bis bald. Machen Sie mit und gönnen Sie jetzt 2 Spargeschenkkarten im Wert von je 100 Franken, die Sie in rund 160 Sparsupermärkten in der ganzen Deutschschweiz einlösen können.
Aus allen richtigen Antworten verlosen wir Ende Jahr den Hauptpreis. Ein einmaliges Menü-Surprise-Package im Wert von weit über 10'000 Franken. Und das beinhaltet einen exklusiven Kochkurs für 10 Personen mit dem Beat Gadouf, offeriert vom Mega Küchencenter. Der Force Combi Steamer mit unbegrenzten Möglichkeiten und einer Gelinggarantie für Resultate wie vom Profi. Der Cooking-Chef von Kenwood, der immer bereit ist zum Kneten, Mischen, Hacken, Mixen und jetzt neu auch zum Kochen. Und dazu ein riesiger 2'500 Franken Gutschein von Spar, dass sie sich alle kulinarischen Wünsche erfüllen können. Und das ist die Frage. Wer ist der heutige Gast in der Sendung «Menü Surprise»? Ist das A. Lynyrd Skynyrd? Dann rufen Sie an auf die Nummer 0901 123401. Oder schicken Sie das Keyword «Surprise A» an die Zielnummer 4636. Oder ist es B. der Lynyrd Bardil? Dann rufen Sie an auf die Nummer 0901 123402 oder schicken Sie das Keyword «Surprise B» an Zielnummer 4636. Mitmachen können Sie auch per WAP. Viel Glück! «Menü Surprise» wird Ihnen präsentiert von Spar. Und DeLonghi. «Menü Surprise» wird Ihnen präsentiert von Spar. Force. Und DeLonghi. Ich wundere, ob das noch annähernd so gut geworden ist wie dein Lied. Wie mein Lied? Ja, komm jetzt. Jetzt haben wir hier «Humani Rouge», das ist von Promé. Das ist die Kollektion Sandra Kurt. Sandra Kurt macht ganz, ganz tolle Sachen. Ist ein «Humani», ist auch ein bisschen leicht süßlich in den Aromen. Ist nicht süßlich vom Zucker her, ja, sondern einfach süßlich in den Aromen in der Nase. Und das passt sicher super, super dazu. Ja, Erde, die uns dies gebracht, Sonne, die es reif gemacht. He? Guten. Also ein Guten. Kannst auch essen und dann kannst du mir sagen, ob es gut ist. Ob ich fange immer mit dem Fleisch zuerst. Immer, das ist richtig. Ich ziehe meinen Hut her. Nein, das ist du. Danke. Danke dir, Beat. Ja, das ist fantastisch. Gut, das habe ich jetzt gelernt. Also, wenn ich etwas gelernt habe, ist wie ein Leberbrot. Ich sage, die haben die viel zu lang gemacht. Immer. Zum Wohl, Renat. Beat. Das war es von «Menü Surprise». Wenn ihr es nachkochen wollt, findet ihr die Informationen auf Sat1 Homepage oder menüsurprise.tv. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe, ich sehe euch nächstes Mal wieder. Danke vielmals. Und dann möchte ich noch sagen, danke vielmals dir, Lena. Danke dir, Beat. Es war super, dass wir so schön zusammen plaudern konnten. Hat mir richtig gefallen. Danke vielmals. «Menü Surprise» ist Ihnen präsentiert worden von Spar. Force und Kenwood.